das ist wie ein kalter Entzug. Man kommt da rein und dann muss man ab dem ersten Tag normal essen. Normal essen als größte Herausforderung. Es war dann auch so weit, dass ich auch Lebensmittel dementsprechend ausgewählt habe, ob sie sich leicht erbrechen lassen. Essstörungen bei Männern sind ein Tabuthema. Warum ist das so? Also es ist leider immer noch in der Gesellschaft ganz klar verankert, ein Mann hat einfach zu funktionieren, der hat seinen Kummer, seinen Schmerz wegzulächeln. Müssen wir also nicht erst recht drüber reden? Mit 51 Kilo bin ich dann Ende 2019 ins Krankenhaus gekommen, weil dann auch akut Lebensgefahr bestand. Ab wann spricht man von einer Essstörung? Zu 160 Kilo Zeiten war dann halt eine Familienpizza kein Problem. Heißt, hast du danach noch weiter gegessen? Ich hätte können, ja. Und wie schwer ist der Kampf dagegen? Du hast dich da echt dann teilweise dann fast jeden Tag übergeben, Abführmittel genommen und so. Das ist ja unheimlich krass, was du deinem Körper da angetan hast. Ich will in diesem Film verstehen, warum das Thema Essstörungen bei Männern ein Tabu ist. 10% der Menschen mit Essstörungen sind männlich, sagen mir verschiedene Beratungsstellen. Die Dunkelziffer vermuten sie aber deutlich höher. Es ist extrem schwer, überhaupt jemanden zu finden, der mir seine Geschichte erzählt. Wir machen einen Aufruf im Community-Tab. Einer schreibt zum Beispiel, dass er sich momentan noch nicht dazu in der Lage sieht, weil er glaubt, dass das seinen mentalen Zustand zurückwerfen würde. Also, dass er vor allem psychisch noch sehr damit zu kämpfen hat. Und ein anderer hat geschrieben, dass er Angst davor hat, vor der Kamera darüber zu sprechen, weil er Angst hat, in Zukunft etwas sich dadurch zu verbauen vielleicht. Also er schreibt ganz konkret, er hat Angst davor, dass ein Personaler beim Googlen seines Namens auf so ein Video stößt und ihm deswegen dann zum Beispiel mangelnde Belastbarkeit vorgeworfen werden könnte. Ein paar sprechen auch mit mir und ich merke schnell, sensibles Thema. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit jemandem telefoniert, mit einem jungen Mann, und der sagt von sich selbst, dass er recht sicher ist, an einer Essstörung zu leiden. Der trackt jeden Tag Kalorien, macht jeden Tag 3-mal Sport, 4 bis 5 Stunden, hat er mir gesagt. Und hat auch ganz klar gesagt, sein Ziel ist es, noch definierter zu werden, Kaloriendefizit, und dann eben halt wirklich auf ein konkretes Körperideal irgendwie hinzuarbeiten. Und er hat mir jetzt aber gesagt, dass er sich bisher noch keine Hilfe gesucht hat. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, was er denn glaubt, wenn man sich Hilfe suchen sollte. Und seine Aussage war, er findet, dass man sich erst Hilfe suchen muss, wenn man sich, so sagte er, den Finger in den Hals steckt. Also er bricht. Am Ende entscheidet er sich dagegen, vor der Kamera mit uns zu reden. 2 andere Männer sagen aber zu. Ich habe Respekt vor den Drehs. Zur Vorbereitung spreche ich mit mehreren Beratungsstellen und treffe in Düsseldorf dann Daniel. Er schreibt uns, dass ihn die Themen Essen und Gewicht schon sein ganzes Leben beschäftigen. Genau, darf ich euch ein Wässerchen oder so, eine Coke Zero oder irgendwas? Ach, ich irgendwie ein stilles Wasser vielleicht gerne. Was ist denn so dein Drink? Was trinkst du denn so den ganzen Tag am liebsten? Ja, danke dir. Am liebsten Coke Zero. Coke Zero, ja? Ja. Weil damals beim ersten Abnehmen, da habe ich sehr viel Wasser getrunken. Und dann irgendwann konnte man das Wasser nicht mehr sehen. Ne? Also, okay. Ja, glaube ich. Und du hast damit ja weniger Probleme wahrscheinlich. Ja, also was das angeht, also ich sag immer so, ich habe immer das Gefühl, ich habe guten Stoffwechsel. Also sag ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus, weil ich irgendwie. Und ja, es ist mir genauso unangenehm, mit Daniel darüber zu sprechen, wie es aussieht. Aber es geht hier ja nicht um mich. Und ich merke schnell, wie wichtig Daniel das ganze Thema ist. Er legt mir eine Liste vor mit Dingen, über die er gerne sprechen möchte. Nur ich weiß, hinterher würde ich mich ärgern, wenn ich irgendwas. Ja. Wo ich glaube, ist auch super. Das hätte ich, ja. Schon seit seiner Kindheit ist Daniel übergewichtig, erzählt er. Auch, dass er in der Schule gemobbt wurde. Er zeigt mir Bilder aus dieser Zeit. Genau, das war dann mit 11. Mhm. Mit 14 schon. Daniel nimmt immer weiter zu. Mit 22 wiegt er irgendwann 160 Kilo, was damals ganz normal für ihn ist. Auf Stress mit Essen reagieren. Oder wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas halt nicht so schön war, dann hat man halt irgendwas Schönes gegessen. Zum Beispiel? Ich weiß nicht, dann mal eine zweite Pizza oder halt eine auch Süßkram. Und danach war halt dann der Tag halt dann doch gar nicht so schlecht, wie es halt vorschien. Aber Daniel will abnehmen. Und er schafft es auch. Zum ersten Mal mit 24 Jahren. Hm. Also immer, wenn man das vergleicht, ne? Hm. Immer also von so. Also von irgendwie 160 auf
95, ne? Also 60 Kilo weniger, das ist schon krass. Jetzt hast du hier zum Beispiel aufgeschrieben, tiefe Teller, kleinere Portionen, in Klammern Auflaufschalen. Ich muss gerade einmal kurz hier in meinen Harry Potter Raum. Geil. Ist halt nur so ein kleiner Raum unter der Treppe. Das heißt, früher habe ich dann zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Auflauf gemacht habe, hatte ich mir halt diese schöne Auflaufform geholt. Und dann konnte ich halt eben auch nicht jetzt keine kleinen Portionen kochen, sondern die musste halt einfach randvoll sein. So, und dann hat man eine Portion gegessen, noch eine Portion, vielleicht war es sehr lecker, vielleicht noch eine dritte Portion. Und dann habe ich halt so eine Art, halt eine kleine Auflaufform, da passt halt eine Portion rein. Ne, da hat man dann, weiß ich nicht, ein bisschen Spinat bei Lasagneplatten. So, und wenn die leer ist, ist sie leer. Mhm. So. Auch das Kalorientracken hilft ihm beim Abnehmen. Früher macht er das mit Excel-Tabellen und Stift und Papier. Heute läuft das bei ihm anders. Genau, alles im Leben ist besser mit Bluetooth. Ja, natürlich. Nochmal drauf. Genau jetzt. Ah ja, Live-Übertragung. Genau, und dann sagt man speichern und dann habe ich hier so einfach so meinen Gewichtsverlauf. Ah. Ne, und kann halt immer noch gucken, so krass, seit Aufzeichnungsbeginn. Und dann kann man ja ziemlich gut sehen, den Verlauf. Mhm. Ab dann ging es eigentlich, bis auf irgendwie hier die Anstiegnummer, eigentlich dann erstmal runter, oder? Genau, ging es erstmal runter. Und dann, genau, dann war das hier letztes Jahr im Sommer. Da hat man sich dann halt bis zum Jahresende, bis Weihnachten wieder gehen lassen. Ne, so, okay, das ist der Jahresende-Peak. Von 125 dann wieder auf 138 Kilo hoch. Mhm. Und dann geht es jetzt eigentlich wieder erfolgreich runter. Ja. In WhatsApp-Gruppen tauscht er sich über den Fortschritt mit seinen Freunden und seiner Freundin aus. Du bist richtig fleißig, genau. Mhm. Süß. Zur Wahrheit gehört aber auch, das Thema Gewicht und Abnehmen ist bei Daniel ein ständiges Auf und Ab. Mit 32 wiegt er zwischenzeitlich wieder über 160 Kilo. Ja, genau, generell ist bei mir so, ich war halt schon mein ganzes Leben halt übergewichtig. Und ich würde sagen, es gibt kaum einen Arztbericht, wo halt Adipositas, also Übergewicht, nicht angeführt wird. Das heißt, du hast dir bisher jetzt auch noch nie in der Form irgendwie Hilfe gesucht, um irgendwie eine Diagnose bekommen in die Richtung? Oder kam die Frage bei dir nie auf, ob da eventuell noch mehr hintersteckt, als sozusagen einfach nur bloß Übergewicht, sondern vielleicht wirklich auch eine Essstörung? Genau, also die Frage hat sich mir wirklich bisher gar nicht gestellt. Weil für mich war halt einfach nur, okay, man war halt dick, ne, so was das anging. Und bisher hat halt auch noch nie jemand gesagt, oh, sie haben eine Essstörung, sondern alle haben immer nur gesagt, okay, sie haben ein starkes Übergewicht. Mhm. Genau. Wir kochen zusammen. Etwas besonders Kalorienarmes. Genau, ich hole gerade schon mal die passierten Tomaten aus dem Kühlschrank. Okay. Gibt es denn aktuell in deinem Kühlschrank irgendwelche Lebensmittel, wo du sagst, ha, eigentlich sollten die da nicht unbedingt drinstehen? Ja, okay. Aber dann sozusagen als Luxus dann doch drinstehen? Ja, okay. Dann habe ich hier, sagen wir, einen Donut-Likör. Oh, okay. Der gehört da vielleicht weniger rein. Naja, was heißt gehört da rein? Kann man sich schon gönnen, aber... Ja, genau. Nee, sonst würde ich sagen, in der Summe, okay, hier vielleicht noch ein bisschen Mayonnaise. Laut ICD-11, der internationalen Klassifikation von Krankheiten der WHO, gelten vor allem Magersucht, Bulimie und Binge-Eating als Essstörungen. Von einigen Kliniken und Therapeuten werden auch Formen von Adipositas, also starkem Übergewicht, als Essstörung bewertet. Was alle diese Krankheiten gemeinsam haben, ständig geht es um die Themen Essen, Kalorien, Gewicht und Körper. So wie bei Martin. Ihn treffe ich in München. Als er sich vor etwa 10 Jahren von seiner Freundin trennt, fühlt er sich nicht mehr richtig wohl in seinem Körper. Erzählt, dass er leicht übergewichtig ist. Er beginnt Sport zu machen, stellt seine Ernährung um, hält Diät. Irgendwann dreht sich alles nur noch ums Abnehmen, auch aus einer bestimmten Angst. Ja, auch unattraktiv fürs andere Geschlecht zu sein. Das war definitiv auch ein Punkt, wo ich dann angefangen habe abzunehmen. Und eben dieses Alleinsein, nicht mehr in der Beziehung sein. Ich war davor 10 Jahre in der Beziehung und plötzlich war nichts mehr da. Und da war die größte Angst, glaube ich, davor. Dass ich dann, wenn ich jetzt so bleibe, wie ich jetzt gerade bin, finde ich nie wieder eine Partnerin. Das ist der Beginn seiner Magersucht.
Er stürzt sich immer mehr in die Ernährung und den Sport. Ein Beispiel: eine 180 Kilometer Fahrradtour mit einem halben Liter Wasser und 2 Stück Traubenzucker. Irgendwann nimmt er auch Abführmittel, damit das Essen möglichst schnell wieder den Körper verlässt. Über seine Magersucht schreibt Martin einen Blog. Die ersten Tage lief es wie in den Wochen zuvor und ich regulierte meine Verdauung durch die Einnahme von Abführmitteln. Am Mittwoch meines Urlaubs hatte ich einen mental sehr schlechten Tag und wollte nicht darauf warten, dass das Abführmittel seine Arbeit erledigte. Nachdem ich ein Frühstück in einem schönen kleinen schottischen Café zu mir genommen hatte, machte ich mich zügig auf den Weg zurück in mein Hotel, um das Frühstück schnell wieder zu erbrechen. Nun waren alle Dämme gebrochen. Nach meinem Urlaub fing ich an, das Erbrechen immer öfter zu nutzen und mein Essen schnellstmöglich wieder aus meinem Körper zu entfernen. Ich habe das erst gar nicht verstanden, wie man quasi sich so sowas durchringen kann, weil für mich klingt das so quasi wie so ein Kampf gegen den eigenen Körper. Unheimlich krass, was du deinem Körper da angetan hast. Das ist, ich glaube, wenn ich da so zurückdenke, war das einfach dadurch, dass ich kaum mehr irgendwelche Emotionen hatte in der Zeit, wollte ich irgendwie vielleicht auch merken, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Und diese extremen Sachen, wie dann eben Abführmittel nehmen oder sich erbrechen, ist einfach was, wo man wirklich spürt, dass das dann noch irgendwas ist. Auf der anderen Seite war es natürlich der Irrglaube, dass jede Kalorie, die ich zu mir nehme, einfach sofort dazu führt, dass ich dick werde und dass ich wieder zunehme. Und je schneller die wieder aus meinem Körper raus ist, desto besser ist das. Irgendwann schafft Martin das alles nicht mehr, ist komplett am Boden. Er kommt ins Krankenhaus, wird per Sonde ernährt. Anschließend kommt er in eine Klinik, die unter anderem auf Menschen mit Magersucht spezialisiert ist. Das ist wie ein kalter Entzug. Man kommt da rein und dann muss man ab dem ersten Tag normal essen. Punkt aus. Und man macht keinen Sport mehr. Man darf sich praktisch kaum bewegen. Das heißt, du hast Bewegungsverbot, damit du Kalorien verbrennst, sozusagen? Man muss, also es gibt dann auch so Regeln, wie dass man nach jedem Essen eine Stunde einfach nur rumsitzen muss. Das wird dann beobachtet? Das wird kontrolliert, ja. Also das ist, man sitzt dann mit den anderen Patienten in einem Raum und dann wird man da beobachtet und wird geschaut, dass man nicht irgendwie durch die Gegend rennt oder sowas. Er erzählt von einer weiteren Therapiemaßnahme. Man nimmt ein Seil und soll abschätzen, wie groß der Bauchumfang zum Beispiel ist und soll das dann auf den Boden legen. Und danach nimmt man sich ein anderes Seil und misst es wirklich ab und legt es mal daneben und schaut, was ist eigentlich der Unterschied. Und das da oben rechts ist übrigens ein kleiner Mülleimer, so als Referenzgröße. Ich habe mich immer viel dicker und viel größer alles an mir eingeschätzt, als das dann wirklich war. Und das war schon so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie, okay, da ist irgendwas bei mir gerade falsch, das funktioniert nicht ganz. Ohne Hilfe und Therapie hätte das Martin nicht in den Griff bekommen, sagt er. Mit das Schwerste damals war es aber, sich überhaupt erstmal Hilfe zu suchen, erzählt er. Die findet er beim Therapienetz Essstörungen in München. Erinnerst du dich noch, was dir damals durch den Kopf gegangen ist, als du das erste Mal dann sozusagen hierher gekommen? Ich hatte ziemlich Angst. Angst. Also es war wirklich, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich wusste, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer da ist und ob ich ernst genommen werde. Das war bei mir immer die größte Angst eigentlich. Hier im Therapienetz können sich sowohl Betroffene als auch Angehörige Hilfe suchen. Wir sind mit Caroline Martinovic verabredet. Hallihallo. Herzlich willkommen. Dann gehen wir direkt in den Gruppenraum. Super gerne. Sie ist Sozialpädagogin und Therapeutin und berät regelmäßig Menschen, die sich hier Hilfe suchen. Deshalb will ich direkt von ihr wissen, geht das hier vielen so wie Martin, dass sie gar nicht wahrnehmen, wie dringend sie wirklich Hilfe brauchen? Absolut, absolut. Also ich würde fast sagen, dass die Hälfte mindestens hat die gleichen Gedanken. Darf ich hier überhaupt sein? Bin ich krank genug? Das ist nämlich auch immer wieder so ein Thema. Also ganz viele Betroffene sagen, ja klar, Essstörung, es ist ja ganz klar eine Krankheit, die nur Frauen treffen kann. Dann kann es doch mich nicht treffen. Oder was denken die, wenn ich jetzt da auftauche, eben, dass ich irgendwie simuliere oder dass ich mich wichtig mache oder was auch immer. Also von daher doch, diese Gedanken, in welche Richtung auch immer, sind völlig normal. Und umso schöner,
dass sie es trotzdem gemacht haben, dass sie es überwunden haben. Martin erzählt von seinem Tiefpunkt. Der war 51. Bei 1,84. Also mit 51 Kilo bin ich dann Ende 2019 ins Krankenhaus gekommen, weil dann auch akut Lebensgefahr bestand schon. Also ich meine, du hast hier ja lange Klamotten an, lange Jeans, ein Sweatshirt und trotzdem allein vom Gesicht her, wenn ich das so sagen darf, sieht man die halt an, ja, also wie dünn du da warst, ne? Und das ist ja schon auch, also wie hast du dich ja zu der Zeit wahrgenommen? Immer noch. Das ist ja das Kuriose, weil also, ich mich da immer noch zu dick war, genau. Du hast dich das zu dick, würde ja. ich sagen, ne? Das ist ja genau das, was diese Essstörung auch so gefährlich macht, es nicht mehr selber einschätzen zu können, beziehungsweise ja mit jedem Gramm, das runtergeht, immer noch eigentlich mehr das Gefühl, es reicht immer noch nicht. Also es ist ja tatsächlich eine verzerrte Wahrnehmung, also die Betroffenen, es ist wirklich, als ob man in den Zerrspiegel guckt. Und zur verzerrten Körperwahrnehmung, die typisch für eine Essstörung ist, kommt dann dieses verdammte gesellschaftliche Bild. Männer haben keine Gefühle. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Jungs weinen nicht. Männer funktionieren. Also es ist leider immer noch in der Gesellschaft ganz klar verankert, ein Mann hat einfach zu funktionieren. Der hat seinen Kummer, seinen Schmerz wegzulächeln. Wenn die Betroffenen es artikulieren könnten, aussprechen könnten, bräuchten sie die Essstörung nicht. So. Was alle Essstörungen gemeinsam haben, selten geht es ausschließlich nur ums Aussehen. Stattdessen ist es oft auch ein Lösungsversuch für tiefer liegende Probleme. Sich dann Hilfe zu suchen, ist unheimlich schwer, denn das würde ja bedeuten, sich von diesem vermeintlichen Problemlöser trennen zu müssen. Wann ist aber der Punkt, an dem ich mir Hilfe suchen sollte? Wenn die Gedanken nur noch um dieses Thema kreisen, wenn ich meinen Lebensinhalt auf dieses Thema einschränke, wenn ich mich zurückziehe, also letztendlich, wenn es mein Leben dahingehend verändert, dass es mir nicht besser geht, sondern eher schlechter. Hier im Therapienetz wird Betroffenen geholfen, eine Lösung zu finden. Zum Beispiel in therapeutischen Wohngemeinschaften. Jugendliche und Erwachsene wohnen hier in Einzel- oder Doppelzimmern, leben und kochen zusammen, mindestens ein halbes Jahr lang. Anders als in einer Klinik sollen sie hier an einen geregelten Alltag herangeführt werden, an ein eigenständiges Leben mit der Essstörung. Ich erzähle Frau Martinovic auch von Daniel, davon, dass er noch nie daran gedacht hat, dass er eine Essstörung haben könnte. Sie bietet ein Gespräch an. Eine vollumfängliche Beratung ersetzt das zwar nicht, sagt sie, aber es ermöglicht eine erste Einschätzung. Daniel findet die Idee gut und ich darf bei dem Gespräch dabei sein. Ah ja, es funktioniert. Hallo? Daniel, ist es okay, wenn ich Daniel sage? Ja, sehr gerne. Daniel, ich fange einfach an und frage ein paar Sachen. Alles klar. Wenn du jetzt, oder wenn ich dich jetzt fragen würde, Essen ist gleich, was würde dir da spontan einfallen? Ja, okay, eine Notwendigkeit. Dann, ja, eine Möglichkeit, jetzt nicht zu relaxen, eine Möglichkeit, ja, sagen wir, Stress abzubauen, ja. Genau. Okay. Und früher war es auch noch, hätte ich auch noch Zeitvertreib gesagt. Darf ich fragen, was machst du jetzt alternativ? Weil ich meine, so stressige Tage wird es ja trotzdem noch geben. Ja, einfach quasi nicht so viele ungesunde Sachen dann zu haben. Das heißt, sonst war es halt dann immer so, dann ist man halt, ne, so, ich sag mal, irgendwo im Geschäft vorbeigegangen, hat dann, weiß ich nicht, sich Teilchen oder irgendwelche leckeren Sachen dann zu trinken geholt. Und ja, jetzt halt einfach zu widerstehen. Das heißt, wenn eigentlich so das Verlangen sagt, komm, jetzt nimmst du ja mal ein paar Sachen mit, dass dann aber halt der Verstand sagt, nee, komm, geht auch ohne. Die beiden sprechen knapp 20 Minuten über Gewohnheiten, Gedankengänge, seine Entwicklung im Essverhalten. Dass ich in diesem intimen Moment dabei sein darf, ist echt was Besonderes. Ich bin beeindruckt davon, wie sehr Daniel sich öffnet. Stand heute, so wie wir jetzt mit beiden sprechen, hätte ich Schwierigkeiten, hier eine Essstörung zu diagnostizieren, definitiv. Ich denke aber, dass es Zeiten gab, wo zumindest das ein oder andere Diagnosekriterium definitiv erfüllt war. Sie spricht von einer psychogenen Adipositas. Hierbei sind auch psychische Gründe die Ursache für das übermäßige Essen, das dann zum Übergewicht führen kann. Und diese können therapiert werden. Ja, also wenn man mir das damals auch gesagt hätte oder so Indikatoren erklärt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt, ja, okay, kann sein, wird sein, ja. Aber bisher war es dann so von allen Ärzten immer nur so, sie haben Übergewicht, Adipositas. Ja. Ja.
Und da merke ich genau, da werde ich ärgerlich. Adipositas wird leider nicht immer mit Essstörungen in Verbindung gebracht. Und jetzt, Daniel, bist du auch leider noch ein Mann. Und dass Männer eine Essstörung haben können, also das haben leider viele, viele Ärzte und Ärztinnen auch noch nicht begriffen. Aber was nimmt Daniel jetzt aus dem Gespräch mit? Jetzt würde ich mittlerweile halt so sagen vom Gefühl, ich weiß, wie Abnehmen geht. Ich weiß, was gute Lebensmittel sind, was schlechte Lebensmittel sind, was ein bisschen wie zusammenspielt. Und genau, also ich glaube auch, dass ich auf einem guten Weg bin, ja. Den Eindruck, dass Daniel auf einem guten Weg ist, habe ich auch. Genauso wie Martin. Doch auch bei ihm ist das Thema Ernährung immer noch allgegenwärtig. So was habe ich früher dann auch nicht mehr gekauft. Also gab es denn früher irgendwelche No-Go-Lebensmittel für dich sozusagen? Alles mit Zucker. Alles mit Zucker? Also auch so, auch dann Obst. Also auch Fruchtzucker? Auch komplett raus eigentlich. Gibt es denn heute immer noch Lebensmittel, wo du sagst, da hast du Probleme mit? Beim Einkaufen, beim Kochen oder so? Also klar, also kalorienreiche Lebensmittel wie Öle und sowas benutze ich halt in geregelten Mengen. Also jetzt nicht irgendwie so, wie dass ich jetzt irgendwie eine ganze Pfanne voll mache, aber es gibt keine No-Go-Lebensmittel mehr, die jetzt komplett gestrichen sind. Das mache ich nicht mehr, das will ich auch nicht mehr. Wir haben auch zu Hause eine Süßigkeiten-Schublade und sowas. Das ist schon auch wichtig. Es gibt also wieder ein Wir, nachdem Martin lange Zeit alleine war. Zu Hause kochen wir Gemüsebrühe. Martin erzählt, während seiner Magersucht hat er überhaupt nicht gekocht. Das wird dann laut. Wie war das denn früher, wenn irgendwie, keine Ahnung, da wird man mal irgendwie vielleicht eingeladen, wo gekocht wird, oder man geht essen zum Beispiel. Das hat man ja wahrscheinlich Stress pur, oder? Das war brutal. Also da war auch, gerade wenn man essen geht oder sowas, war eigentlich immer, die Vorbereitung war schon das Schlimmste, weil man dann stundenlang irgendwie die Speisekarten von Restaurants durchforstet hat, was kann ich essen, was kann ich auch eventuell wieder erbrechen oder sowas. Also das waren schon dann auch Überlegungen, die dann kamen. Das hat sich zum Glück aber geändert. Inzwischen ist es wieder so weit, dass es auch Spaß macht und dass es mir auch was Gutes bringt. Also es gibt einfach eine Lösung. Also man darf sich da nicht abschreiben und irgendwie sagen, ja nee, ich höre jetzt auf. Das ist nicht die richtige Lösung. Es gibt immer was, wofür es sich zu leben lohnt. Krass, dass das Martin heute wieder so sagen kann. Jemand, der einen riesigen Anteil daran hat, ist seine Freundin Johanna, die gerade frisch von der Arbeit kommt. Hi, Tim, grüß dich. Hi. Das ist Jurek. Hi. Hi. Die beiden haben sich in der Klinik kennengelernt, denn auch sie hat eine Essstörung. Seit anderthalb Jahren leben die beiden inzwischen zusammen. Ich frage mich, kann das gut gehen, wenn zwei Menschen mit Essstörungen zusammenleben? Sie erzählen, einerseits kann das dazu führen, dass sie sich vergleichen, zum Beispiel wer die größere Essensportion auf dem Teller hat. Aber es gilt auch diese Regel. Es wird nicht gegessen, also es wird immer gegessen, klar. Wenn jemand krank ist oder irgendwie, dann ist es jetzt nicht gezwungen, aber es gibt nicht die Option, dass wir sagen, wir lassen eine Mahlzeit aus oder so einfach. Würdet ihr sagen, die Essstörung hat euch zusammengebracht? Nein. Sondern? Der Kampf gegen die Essstörung hat uns zusammengebracht. Es ist ja wirklich so. Wenn ich der Essstörung oder wir beide der Essstörung nachgegeben hätten, dann wären wir nie in die Klinik gegangen. Dann hätten wir uns nie kennengelernt. Aber der Kampf dagegen und die Entscheidung, so nicht leben zu wollen, die hat dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin beeindruckt von Martin, Johanna und Daniel. Von ihrer Ehrlichkeit und ihrem Mut, so offen mit mir über alles zu sprechen. Ich habe gelernt, eine Essstörung hat kein bestimmtes Gewicht, kein bestimmtes Aussehen und auch kein Geschlecht. Eine Essstörung findet im Kopf statt. Auch deshalb ist sie so unglaublich gefährlich. Mehrere Beratungsstellen erzählen mir, dass das Thema Essstörungen durch Corona noch größer geworden ist. Deshalb meine dringende Bitte, holt euch lieber einmal zu früh als einmal zu spät Hilfe. Denn ich habe auch gelernt, es gibt einen Weg daraus. Wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen sein könnte, dann schaut gerne mal in die Infobox. Da findet ihr einige Infos und Links zu Hilfsangeboten. Und wenn ihr mehr zum Thema Essstörungen sehen wollt, schaut mal bei TrueDoku vorbei.